Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alice Madness Returns. Lange musste man darauf warten, oder viel eher gesagt 5 Tage. Und ich hatte ja versprochen, dass ich es... Oh, wir sind müde. Und ich hatte ja versprochen, dass ich das in kürzeren Zeitabständen jetzt hochlade. Ganz kurze Erklärung noch einmal. Ich war auf der Gamescom unterwegs. Natürlich nicht für die Presse oder sonstiges, sondern ganz normal als Besucherin. Obwohl ganz normal war es auch nicht. Ich war nämlich im Cosplay unterwegs am Samstag. Wie ich es ja auch schon vorher angekündigt hatte, ich habe es tatsächlich geschafft, dieses wirklich furchtbare Kostüm, furchtbar nicht im Sinne von, oh mein Gott, es sieht so schrecklich aus, sondern es war einfach schwer zu nähen. Ich habe es aber geschafft, es zu vervollständigen und Bilder dazu gibt es auf meiner Facebook-Seite. Die ist auch hier auf YouTube verlinkt. Ich glaube, das ist ja rechts in der Box auf meinem Kanal. Und kann euch kurz erzählen, was ich denn da so gemacht habe. Ich habe eigentlich nichts gemacht. Nein, ich kann euch erstmal nur sagen, dass es wirklich brühend heiß war. Die Entscheidung, im Cosplay hinzugehen, bereue ich teilweise im Nachhinein, da ich von wirklich, außer meinem Gesicht, meinen Ohren, obwohl nicht mal die waren ja von der Perücke verdeckt, außer meinem Gesicht war wirklich alles bedeckt. Ich hatte ja die Handschuhe an, ich hatte ja das Steamdress gemacht, inklusive Kunstleder, Corsage, die Schürze war aus Kunstleder und die Rüschen waren aus Kunstleder. Ich hatte Lederriemen an den Armen mit diesen fingerlosen Handschuhen. Genau, Teile meiner Finger haben noch einigermaßen Luft abbekommen. Die Hallen waren diesmal klimatisiert, was ich wirklich toll fand. Also da war es wirklich richtig angenehm, sich darin aufzuhalten. Den Video Day habe ich leider verpasst. Ich war ganz kurz da, was ich auch bereue im Nachhinein. Aber dazu hat die Zeit einfach gefehlt und ich habe es auch viel zu spät bemerkt, wenn ich ehrlich bin. Im Großen und Ganzen war die Gamescom ganz toll. Und bevor ich jetzt weiterspiele, möchte ich euch doch noch um einen Gefallen bitten. Und zwar ist das folgendes. Ich werde es auf meiner Facebook-Seite verlinken. Ich habe bei einem Contest mitgemacht, einen Cosplay-Contest, weil es muss sich ja wohl irgendwie lohnen, dass ich mich da bei, ich glaube, 40 Grad war es, dass ich in der Sonne so eingegangen bin in diesem Kostüm. Nein, im Ernst, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein Bild auf der LG-Seite liken würdet. Da kann man richtig tolle Spielpakete gewinnen. Ich hätte so gerne neue Spiele. Nein, ich habe da halt mitgemacht, weil da musste man sich fotografieren lassen und dann können da Leute, wenn ihnen das gefällt, wenn es euch nicht gefällt, dann liked es auch nicht. Aber ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und den Link dazu findet ihr, wie gesagt, auf meiner Facebook-Seite. 100 Abonnenten, Leute, 100 Abonnenten. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, 100 Abonnenten. Ich bin immer noch total baff, ich habe mich ja so gefreut. Ich habe das, glaube ich, sogar auf der Gamescom irgendwann gesehen, als ich mit meinem Handy da rumgesurft habe und dachte nur, wow, wo kommen die her und gefällt ihnen wirklich, was ich hier tue? Anscheinend schon. Und da muss ich mir ja wirklich ein kleines Special ausdenken. Ich möchte euch nur wirklich danken, vielen, vielen Dank. Ich habe mich total gefreut. Und bevor ich jetzt noch weiter hier viel laber, also wie gesagt, ich werde da gucken, dass ich irgendwas Schönes noch zusammenbastel oder mir irgendwas Tolles einfallen lasse. Ich sehe da eine Schweineschnauze. Und dann werde ich als Dankeschön halt irgendwas Tolles hochladen. Okay, weiter geht es. Dann schieße ich mal das Schweineschnäuzchen ab. Und schon gibt es einen neuen Weg, den wir gehen können. Ich weiß nicht, was uns jetzt erwartet. Ich hoffe doch wieder eine schöne Erinnerung oder schöne Flaschen, mit denen wir Sachen dann halt freischalten können. Es ist eine Erinnerung. Ich hätte aber auch nichts gegen goldene Zähne. Okay, ein goldener Zahn ist auch okay. Haustiere sind Freunde und unser geheimes Selbst. Auch dein Kaninchen. Deiner war bestimmt eine Vertraute. Immer für dich da, nicht wahr? Ja, das Kaninchen war immer für mich da. Wo ist mein Kaninchen? So, wir sind hier stehen geblieben und haben uns dann gegen einen toten, ich sage mal, ja doch, er war tot, er war ein Geist, ehemaligen Pirat oder was auch immer, behauptet. Und wisst ihr was? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt herkam, aber ich glaube, ich kam hierher. Schaue ich mir das nochmal an. Sieht wie immer richtig schön aus, auch wenn das jetzt hier nichts so Besonderes ist. Hier kann ich nichts machen. Okay, da kam ich her. Ist jetzt
ja schon ein paar Tage her. Und weiter geht es. Diesmal wird der Part auch nicht wieder so lang sein, weil ich glaube, das langweilt einfach nur. Ich habe ja mal ein Part mit über einer Stunde hochgeladen. Aus Versehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aus Versehen. Die Zeit vergeht hier wirklich wie im Fluge. So, Steppenpferd. Muss ich hier hin oder habe ich hier nur Extras? Ich glaube, ich habe hier nur Extras. Es gefällt mir ja gar nicht, wenn das hier so ruhig ist. Da habe ich doch immer Angst, dass hier gleich irgendwelche Gegner erscheinen. Aber mehr kann ich hier wohl auch nicht machen. Ach doch, Moment mal. Da kam ich doch jetzt gerade her. Hätte ich eigentlich gar nicht da diese Wand einschlagen müssen. Aber bevor ich hier rausgehe, schauen wir doch mal, ob hier noch irgendetwas ist, was wir vielleicht eventuell übersehen. Nein, wir können hier, glaube ich, ganz beruhigt weiterlaufen. Ja, das können wir. Oh, was war das? Ach ja, das war Grafik. Und hier sieht es auch schon wieder so leer aus. Wir haben ja ein großes Feld, wollte ich jetzt schon sagen. Aber okay, hier passiert anscheinend auch nichts. 311 Zähne reicht immer noch nicht zum Upgraden. Schauen wir uns nochmal an. So, da müssten wir dann wohl durch. Und ich muss jetzt gar nicht raten, was passiert. Jetzt werden wir garantiert auf Gegner treffen. Wie soll es auch anders sein? Ja. Eigentlich finde ich die Gegner noch ganz okay. Die sind nicht so nervig wie manch andere. Die gehen eigentlich auch noch, auch wenn die sich andauernd verstecken. Ja, das ist jetzt auch eigentlich mehr die Menge der Gegner, die mir dann wieder ein wenig Probleme bereitet. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich jetzt switchen kann. Ihnen kann ich noch nichts tun. Dass sie sich auch immer so schnell verkrümeln. Und das geht doch bestimmt irgendwie. Tap? Nein? Okay. So, bevor die Zähne verschwinden, sammle ich die auch mal direkt wieder auf. Und ihnen klaue ich auch mal die Bomben. Das war's schon. Freund oder Feind? Bitte, Alice, hilf mir, meinen Schwur zu erfüllen. Ich brauche meine Männer. Sie mögen zunächst feindselig sein, aber ihre wahren Seelen sind gefangen. Du musst sie befreien. Wollen sie denn in Frieden ruhen? Sie selbst wissen nicht, was sie wollen. Was für die Lebenden gilt, trifft oft auch für die Toten zu. So, dann wollen wir doch mal seinen Freunden, seinen Männern zur ewigen Ruhe verhelfen. Kann ich dich noch ansprechen? Nein, ich kann dich auch nicht hauen. Okay, dann würde ich doch mal sagen... Oh, was ist das denn? Moment, Moment. Oh, das ist, glaube ich, erst später. Kommt das, glaube ich, erst dran? Ja, das kommt, denke ich mal, erst später dran. Dann treffen wir nämlich wieder auf den... diesen seltsamen Herren vom Theater. So, die Zähne haben wir jetzt noch mitgenommen. Habe ich noch welche übersehen? Selbst wenn, hier komme ich ja so oder so wieder hin. Och, der sieht aber traurig aus. Ist dort jemand drin? Versteckt sich da jemand? Oder soll ich da einfach nur rein? Ich
bin ich ja mal gespannt, wo uns das jetzt hinführt. Wow. Du bist... Nein, er ist nicht so wie die anderen. Ich muss warten, bis ich ihn sehe. Alice, du schlägst hier ein bisschen zu... Oh! Okay, das kennen wir ja schon. Na, verdammt. Der Zielmodus ist manchmal richtig unübersichtlich. Ich glaube, ich lasse es mal dabei. Ist da echt glatt meine Rose runtergefallen? Nee, ist sie nicht. Ich kann sie noch aufheben. Warte, komm zurück. Ich bin deine Rettung. Irgendwie. Ja, irgendwie. Denn wir wissen eigentlich selber nicht, was genau wir hier tun. Haben wir ihn jetzt gerettet oder haben wir ihn nicht gerettet? Okay. Was ist das? Nein, ich bekomme keine Energie abgezogen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Aber es erschwert hier gerade alles erheblich. Der Bildschirm ruckelt doch ganz schön. Ich weiß nicht, ob man es dann später auch in der Aufnahme... Und es ist wirklich sehr dunkel. Zum Glück leuchtet unser Kleid. Und die Kamera lässt sich jetzt auch nicht wirklich gut bedienen gerade. Wow. Das ist ja echt immer haarscharf bei mir. Okay, da müssen wir draufhüpfen. Da gleiten wir da mal ganz entspannt hin. Erkenntlichsten Dank fürs Erlösen. Traumhaft. Und da haben wir doch zwei Zähne gesehen, die wir jetzt nicht mitnehmen konnten. Das finde ich auch ganz fies. Das passiert mir nämlich relativ oft hier. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon in der Serie hier passiert ist. Aber einen von den Männern habe ich schon gerettet. Braves Mädchen. Ja, ich weiß, ich bin sehr brav. So, ihn haben wir gerade gerettet. Dann machen wir uns doch mal auf zum nächsten. Wow, so viele goldene Zähne. Aber trotzdem haben wir 377. Nein, das reicht immer noch nicht. Schade, schade. Ich weiß auch gar nicht, was ich als nächstes upgrade. Aber ich denke mal, es wird wieder die Pfeffermühle sein. Die Vorbeierklinge, wie gesagt, die benutze ich eigentlich kaum. Eigentlich auch nicht das Steckenpferd. Erst seit diesem Let's Play benutze ich zumindest jetzt in dieser Welt das Steckenpferd. Oh. Hier haben wir noch einige andere Gegner. Okay, das ist etwas blöd. Na? Da kann ich doch nicht sterben. Ich möchte wenigstens erstmal die Kleinen hier erledigen. Na, das haben wir auch geschafft. Kamera ist gerade wieder nicht so toll. Ja, komm, Pfeffermühle, komm. Ich weiß, ich muss mich eigentlich auch auf ihn konzentrieren. Huch. Das ist schon wieder alles nicht so elegant, wie es sein sollte. Ja, komm. Verdammt, da habe ich die falsche Taste gedrückt, aber jetzt nicht. Und jetzt kriegst du noch ordentlich aufs Maul. Oh. Geschafft. Wie kann eine Seele so ignorant sein? Ich bin ein erhörtes Gebet. Ja, das sind wir auf jeden Fall.
Da haben wir wieder das Seepferdchen, das ich jetzt gerade erst als solches erkannt habe. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass hier noch irgendwo eine Rose war. Wahrscheinlich habe ich die aber schon aufgesammelt und ich sehe gerade, oh, wir brauchen auf jeden Fall Rosen. Das sieht ja nicht so gut aus. So, bis jetzt ist es noch ganz einfach. Da können wir nicht hoch. Oh, es wird dunkel. Aber jetzt können wir uns... Oh, wir können unsere Gesundheit wieder aufladen und sehen auch, dass wir dorthin müssen. So, noch eine... Oh, was? Jetzt fängt es schon wieder an. Ich weiß nicht, wahrscheinlich soll ich nicht zu lange an einem Ort bleiben. Das geht jetzt aber nicht anders. Es tut mir ja nichts. Im Gegenteil, gerade lade ich ja meine Energie auf. Es stört nur wirklich extrem. So, dann würde ich mal sagen, auf geht's. So, bevor ich hier irgendeinen Mist mache. So, die Bombe drauflegen. Da hinten sehe ich eine Flasche. Die, oh! Okay, wow, da bin ich jetzt ganz stolz auf mich. Das lief ja jetzt wunderbar. Einfach mal so irgendwo hingesprungen und dann doch das Ziel erreicht. Und die nächste Seele befreit. Danke, nun bin ich wieder mit meinem Schiff vereint. Und diesmal konnten wir sogar die Zähnchen mitnehmen. Und das waren goldene Zähne, aber ich kann sie immer noch nicht upgraden. Schade, schade, schade. Beeil dich, Alice! Ich beeile mich ja schon, ich beeile mich ja schon. Nur noch eine Seele müssen wir retten. Und ich glaube, es wird nicht einfach. Und ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Haben wir hier doch wieder nur einen? Nein. Das wage ich ja sehr stark zu bezweifeln. Oh. Ja, okay, komm. Das ist jetzt in Ordnung. Da könnte ich auch eigentlich jetzt wieder die Klinge nehmen. Wuscheln wir uns mal weg. Die tun mir auch eigentlich gar nichts. Aber du tust mir was und du stehst gerade richtig gut. Oh, verdammt. Ich tue mir doch was. Ja, ich weiß, ich sollte mich nicht wieder auf diese kleinen Teile hier konzentrieren. Aber es stört mich halt. So, unterwegs nochmal ein paar mitnehmen. Eigentlich solltest du ihn anvisieren, aber okay. Verdammt, verdammt. Ich komme hier gerade auch nicht weg. Wieso komme ich nicht weg? Jetzt komme ich weg. Das Blöde ist halt, durch dieses Anvisieren sitze ich ihn nicht direkt an, sondern halt immer alles das, was um ihn herum ist. Und deswegen mache ich das jetzt auch mal gar nicht mehr. Weg damit. Okay. Ich weiß, ich kann dir nichts, aber ich habe die Maus so oft gedrückt. Okay. Seht ihr, da muss ich das nämlich manuell machen und das ist nicht gerade einfach. Okay, ich kümmere mich jetzt nicht um diese... Okay, jetzt reicht's. Okay, keine Panik. Keine Panik. Steckenpferd. Steckenpferd ist angesagt. Komm her! Ah, nein, ich will unsichtbar. Jetzt aber. Okay, dafür sollte ich eigentlich die... Oh, oh. Wisst ihr was? Das ist meine Gelegenheit. Enter! Okay. Ja, das hätte ich wohl eigentlich schon vorher einmal schauen müssen, wo ich denn dieses, ich bin gerade leicht verwirrt, diesen Hysteria-Mode auslöse. Ich sehe jetzt aber auch nichts. Es ist ja eigentlich auf Enter. Brauche ich dafür dieses Zeichen
oben. Ich bin mir nämlich gerade nicht so sicher. Vorwärts in der Schrumpfen anvisieren. Ja, das haben wir schon als Feststelltaste. Zielwechsel Tabulator. Habe ich gerade übrigens gemacht, hat nicht funktioniert. Nochmal so. Pfeffermühle, ja. T-Kanone auswählen. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Nee, haben wir leider nicht. Ach doch, Tastenbelegung. Moment. Achso, nee. Tastatur, Controller, Tastatur. Ja, abbrechen. Und hoffen wir jetzt mal, dass wir es trotzdem noch überleben. Gott, ist das nervig. Es geht einfach nicht anders. Es geht nicht anders. Nein! Könnt ihr nicht wenigstens ein paar Rosen... Oh, jetzt aber! Verdammt, sah jetzt auch nicht so toll aus. Okay, ziehen wir das weg. Okay, hilft mir jetzt gerade auch nicht schon wieder. Ja, komm. Komm, mach irgendwas. Verdammt! Verdammt! Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht in meinem Let's Play an einem Mob sterben. Ich weigere mich einfach. Okay, einfach schießen. Einfach schießen. Wir schaffen das schon. Ich werde nicht sterben. Schieß doch! Ich werde nicht sterben. Ich möchte hier nicht sterben. Nicht so. Ich möchte einen würdigen Tod. Ich möchte irgendwo herunterfallen. Aber ich möchte nicht so sterben. Hab ich ihn? Nein, ich hab ihn nicht. Komm! Rose! Ja! Ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott, darauf kann ich gar nicht stolz sein. Haben Engel auch so viel Ärger? Nee, aber wir haben Ärger, wenn wir jetzt noch auf irgendwen treffen würden. Oh, soll ich es riskieren? Soll ich es riskieren oder soll ich es lieber sein lassen? Ein paar Blümchen wären jetzt nicht schlecht. Und ich habe ja gerade gesagt, ich möchte einen würdigen Tod. Ich möchte irgendwo runterfallen. Ich nehme das wieder zurück. Bitte lass mich nicht irgendwo herunterfallen. Wow, das ist fies. Das ist sehr fies. Oh Gott. Ach, nein. Es ist so dunkel hier. Komm, das schaffen wir. Wir waren doch jetzt so gut, möchte ich mal sagen. Oh, da möchte ich hin. Da möchte ich hin. Nicht weggehen. Geschafft. Okay, ganz schnell. Oh mein Gott. Moment, da unten müssen wir eigentlich hin. Naja, wir haben ja Zeit. Wir lassen also jetzt erstmal unsere Energie regenerieren. Und das hier sieht nicht toll aus. Ich mag sowas nicht. Wir müssen eigentlich da hinten hin, aber... Oder vielleicht müssen wir ja sogar doch hier drüber. Ich habe mich ja schon ein paar Mal getäuscht. Wir haben jetzt zwei Blumen. Die nehme ich dann gleich auch nochmal mit. Nein, das Seepferdchen ist da oben. Noch eine Blüte und wir haben es geschafft. Super. Und das hier wird wahrscheinlich nicht so super. Man sollte meinen, ich hätte mittlerweile hier schon Übung drin. Oh. Wow! Verdammt! Nein! Ich hoffe, ich muss den Kampf jetzt nicht wiederholen. Ich sage ja, ich wollte einen würdigen Tod. Okay, wir sind wieder hier. Das ist nicht schlimm. Auch wenn es jetzt wieder dunkel wird. Ich möchte nicht dorthin... Wow, ich dachte jetzt wirklich, der kriegt mich oder so. Aber der ist wahrscheinlich nur Deko. Na komm, komm, komm. Und... So. Keine Panik, ganz ruhig. Schade, dass wir... Ich meine, wir können... Nee, wir können in diesem Modus nicht springen. Jetzt müssen wir das auch mal genau abtimen. Wir warten lieber, weil... Ah, hier ist die 2, okay. Weil wir sonst erst nicht wieder runterfallen. Okay, ich muss sagen, das hier ist jetzt gerade super fies. Das ist wirklich richtig fies. Obwohl, solange wir nicht irgendwo auf irgendwelche unsichtbaren Sachen springen müssen, geht es ja. Ah, da hinten. Ah, schön.
Schön, aber wie komme ich denn da hin? Ja, okay, ich sehe schon. Gibt es dann gleich hier was Feines? Ich hoffe, bei den ganzen anderen Gegnern gerade hier in diesen Welten habe ich nicht... habe ich nicht auch irgendwas übersehen? Kann aber natürlich sein. Ich hoffe, hier komme ich gleich auch zurück. Na, oh, der ist ja ganz schnell, der hier. Okay. Keine Sorge, das schaffen wir. Ach, jetzt sind wir also doch hier. Nee, will ich aber nicht. Nein, will ich nicht. Will ich nicht. Ich habe da gerade etwas Goldenes gesehen. Und ich kann die Kamera nicht mehr... Ah, jetzt kann ich sie wieder drehen. Schaffen wir das überhaupt jetzt wieder zurück, wenn ich Glück habe? Oh, ich sehe gar nichts. Ach Leute, das tut mir wirklich leid, aber ich versuche halt so gut es geht, alles mitzunehmen. Wir versuchen es jetzt einfach noch einmal. Einmal hier drüber. Oder dagegen. Ich habe ja jetzt gesehen, wo ich hin muss. Pleiten, Pech und Pannen, das sage ich ja, das ist hier bei diesem Let's Play bei mir ja relativ häufig. Na, wo ist es denn? Ist es gar nicht da? Ich habe es wohl nicht richtig raufgestellt. Jetzt aber. Jetzt ist es wieder da. Okay. Ja, ich weiß. Und es ist sehr, sehr nervig. Jetzt aber. Okay, da bin ich. Nein! Ich weiß halt nicht, ob ich hier abwarten kann wegen dieser... blöden Bombe wegen der Zeit und oh mein Gott, jetzt reicht es mir, aber jetzt hole ich mir einfach diese Flasche. Mensch. So, du senkst dich gerade, also hüpfe ich mal hinauf und ich warte und ich warte und ich warte und ich warte und ich springe. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, das macht mich immer so sauer. Okay, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben... Es steht nicht richtig. Nein. Jetzt läuft hier gerade alles schief. Jetzt läuft hier gerade alles schief. Ah! Ich sage ja, jetzt läuft hier gerade alles schief. Oh Gott, ich fasse mir an den Kopf. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ist hier irgendwo vielleicht so eine rote Ampel, so eine rote Uhr, die ich wieder übersehe? Nein, kann nicht. Kann nicht. Das ist jetzt gerade wirklich nur meine eigene Blödheit. Meine eigene Schusseligkeit. So. Und jetzt, wir haben doch Zeit. Wir haben die Flasche eingesammelt. Ein Glück. Ein Glück. Wenn uns jetzt dieser Sprung hier auch so gelingt wie beim ersten Mal, dann wäre ich sehr glücklich. Seepferdchen weist uns den... Nein! Hat sich das Ding eigentlich vorher auch schon bewegt? Ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Nein! Na komm. Nächster Versuch. Die Ruckler helfen mir gerade gar nicht. Gehen wir mal den normalen Weg wieder. Okay. Oh Gott. Okay, es ruckelt gerade ein wenig. Es ruckelt gerade ein wenig. Es ruckelt gerade ein wenig sehr viel. Und das stört mich auch gerade. Und ich werde jetzt eine Frame pro Sekunde, alles klar, ganz kurz die Aufnahme, ganz kurz unterbrechen. Und einmal hier minimieren und vielleicht ausschalten und mal neu starten. Und dann sehen wir auch... Und da sind wir auch schon. Dann hoffe ich ja mal, dass es jetzt... Ich sehe gar nichts. Dass es jetzt nicht mehr so stark ruckelt. Okay. Das müssen wir jetzt ganz vorsichtig machen, damit das nicht noch einmal... Huch! Ja, jetzt ist das Spiel wohl komplett buggy.
Soll ich jetzt schon aufgeben? Ich habe keine Lust aufzugeben, denn ich gebe nie auf. Ah, gut, gut, gut. Jetzt haben wir auch diesen nervigen... Ja, dieses Rütteln nicht mehr. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Rüttel, rüttel. Hm? Jetzt aber, jetzt aber. Komm, das hat beim ersten Mal so gut geklappt. Fliegen wir rein. Oh, Leute, wir haben es geschafft. Und wieder einmal haben wir uns viel zu lange an einem Ort aufgehalten. So ist's recht, Dern. Zurück zum Schiff mit mir. So. Ich danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer. Wir steuern gen hohe und glorreiche See. So, wir haben es geschafft. Es sieht ganz danach aus, als würden wir diese Welt bald verlassen und wieder zurück ins alte London dann wahrscheinlich wieder kommen. Oh, was sehe ich denn da? Die habe ich ja gar nicht gesehen. Kann das sein? Regulär sehe ich doch. Ich habe doch alle mitgenommen. Ja, ich hatte alle mitgenommen. Da ist noch heiße Luft drin. Okay, und heute beende ich dieses Let's Play mal hier. Die heutige Folge, der heutige Part, die heutige Episode, wie auch immer. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der Ruckelanfälle und dass ich es wieder mal nicht geschafft habe, irgendwo hinüberzukommen. Und ich sage dann mal, freut euch auf die nächste Folge und bis dann.